Oh yeah, was geht, Leute? Dennis, seit Ewigkeiten wieder am Start, ey. Hat ein bisschen ewig gedauert, bis ich mich mal wieder blicken und hören lasse, ey. Sorry dafür, ey. I'm so sorry. Yeah, ich habe mich ein bisschen Pac-Man hier mitgebracht, weil der war vor sehr, sehr langer Zeit gewünscht worden. Und deswegen gebe ich euch jetzt mal ein bisschen von dem Pac-Mano. Deswegen. Alright, jetzt können wir da, gehen wir auch direkt hin und ja, cool, Marv. Hast du top gemacht. War gut. Nice. Ah, hier, friss Melon. Ein bisschen Pudding. Oh yeah, der Side B ist so cool. Ein bisschen Pellets. Some Cherries und oh, der Classic Pac-Man. Ah, krieg ich nicht genug von dem, ey. Und hat einen Hydranten. Das ist ein Down B. Und oh, der kommt zurück, man. That hurts. Oh, zu kurz. Okay. Ein paar Jabs. Okay. Yeah, nice. Ah, übrigens, ich bin nicht allzu gut mit Pac-Man, muss ich leider gestehen. Ich hatte vor, halt hier wirklich die geilsten Shit und so zusammenzutragen. Weil ich möchte halt gerne was Vernünftiges zeigen. Aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Ich bin mit Pac-Man echt nicht der Beste. Und oh Mann, das hat gesessen. Ich dachte, ich schaffe ihn noch, aber nee. Übrigens, den, ja genau, den kann man lenken. Der Side B ist cool. Ne, was ich sagen wollte, ist der Down B, der Hydrant, der ist ziemlich gefährlich. Den kann man auch schön einsetzen als Falle. So, aber sollten die Leute den vor dir selber zerschlagen, weil man kann ihn anhauen da und dann fliegt er weg. Und der ihn zuletzt getroffen hat, der kriegt eben halt, ja, sozusagen die Möglichkeit, da eine Waffe rauszumachen. Und dann tut es extrem weh, wenn man gehittet wird. Wie da so ungefähr so. Komm schon. Oh nein, er hat's miniert. Marv, what's wrong with you, man? Oh, fuck you. 765. Aha. Okay, Pac-Man. I know. Er sieht so cool aus. Er ist so dope. Und direkt weiter hier zum nächsten. Oh yeah, den Ditto-Kampf. Nice. Aber taunten, ein bisschen taunten. So geil. Mappy. Oh, Taiko. Kennt einer die Taiko-Trommel, die der Linke da gerade hatte? So, das ist ein geiles Game. Taiko no Tatsujin. Sehr, sehr nices Namco-Spiel. Für PS2 habe ich es hier. Egal, wir sind hier bei Pac-Man. Genau. Das ist herrlich. Er hat halt sehr viel Liebe erfahren. Da kam der Schlüssel, da kam der Schlüssel. Man kann halt mit dem Neutral B hingehen und es aufladen. Und dann kommen halt verschiedene Extras, die man kriegen kann. Und die haben halt alle eine andere Funktion, was man sehr, sehr taktisch einsetzen kann. Wie man es da zum Beispiel gesehen hat, dass man es vermasselt so. Da setze ich zum Beispiel den Hydranten, habe es leider nicht hingekriegt, ihn da so schön zu trappen. Und ja, der Junge kaut ein bisschen an mir rum, aber hey, wer will nicht ein Stück von Pac-Man? Definitiv. Oh, ich hätte hingehen sollen und den Hydranten ihm auf die Schnauze hauen sollen. Ärgerlich, egal. Okay, warte, ich bin der, ja, der da mit dem schwarzen, ja genau, mit dem schwarzen, so. Oh yeah, Z-Drop, leider voll daneben, lächerlich, nochmal, oh, schade. Wie gesagt, ich hab's halt nicht wirklich raus mit dem Jungen, ey, man kann so krasse Sachen damit machen. Ich hab ein Video gesehen von einem Mexikaner, der in meinen Augen wohl echt der fucking King God Crack mit Pac-Mano ist, weil, Alter, der ist unglaublich. Ich lasse euch auch einfach mal einen Link dazu unten in der Beschreibung, weil dem müsst ihr euch geben. Geht hin, guckt es euch an, lasst ein Like bei ihm da, keine Ahnung, sagt euch, dass, sagt ihm, dass Dennis euch schickt oder keine Ahnung was, kennt mich eh nicht. Aber egal, aber der Junge hat halt wirklich drauf, es mit Pac-Man-Leuten zu zeigen. Ich hab mal gegen ihn gespielt. Das war richtig krank. Ich hab gegen irgendeinen Mexikaner gespielt. Der hing ja. Schöner Down-Smash. Schick. Krieg's hin? Krieg's hin, ihn vorher noch zu killen? Ja, komm schon. Oh. Dumm. Okay, nein. Ja, egal. Dann versuche ich eben einfach nochmal über den Mexikaner zu reden. Seht es euch an. ja, ist er. Schöner Smash. Der Mexikaner. Ich bin irgendwann mal hingegangen, habe online gespielt. Das ist schon, länger her. So 3 Monate oder sowas so. Und,
Ich wurde mega versohlt. Ich habe mich gefreut, dass es einen Pac-Man-Spieler gab. So, ich habe auch mit Pac-Man, glaube ich, gespielt. So, aber der hat mich so vorgeführt. Das war unglaublich. Aber ich war ihm nicht böse, weil man wirklich gesehen hat, was er da an Kombos und Tricks und sonst wie rausgehauen hat. Das war eine Augenweide. Und ich kann echt fies dabei werden und einen schlechten Verlierer abgeben. So, muss ich zugeben. Aber dem konnte ich einfach nicht böse sein, weil das war so gut. Seht es euch an, er hat es auch versucht. Das ist einer der Tricks, hinzugehen mit dem Galaga-Raumschiff und dann halt es fangen und direkt wieder mit dem Z-Drop so loslassen, das weiterfangen und so. Dann, man kann so übelste Kombis damit machen, das ist unglaublich. Und, oh, damn. Hingegangen und seitwärts gedrückt, wenn man hingeht und seitwärts drückt, während man den Up-B macht, ist man ziemlich schnell im Arsch, weil ja, yeah, du hast 3 Sprünge und naja, das ist recht ärgerlich gewesen, ey. Okay. Alright. Und den nächsten, den tunigen Linkigen. Yesigen, yesigen, okay. Ach, fuck you. Ich hasse jeden, und schon mag ich dich nicht. Ich hasse jeden, der mit einer scheiß Fernattacke anfängt, so. Ach, goddammit. Ich hasse Link. Ich hasse ihn wie die Pest. Aber der Junge scheint ein bisschen viel zu. Was macht der? What the fuck? Wohin willst du damit? Ist es Lag? Rennt er davon, weil Lag am Start ist? Ich erinnere mich nicht mehr, aber das Match ist schon recht lange her, ey. Oh, ein Scheiß. Oh, Mann. Spam! Oh, yeah! Okay, nee, das wird irgendwie nichts. Und ich hab's nicht mal hingekriegt, das zu bestrafen, ey. Das ist kein Punish gewesen. What the fuck? Okay. Yeah, grab. Front row. Und, ey, nichts. Guck mal, ich stelle mich genauso scheiße an. Was ist das denn für ein Griff? Er muss vorne sein. Ah, Pac-Mans Griff ist auch so langsam. Das ist so ärgerlich. Und diese Melone knallt richtig krass rein, ey. Der Schlüssel gar nicht mal so. Der ist einfach nur super schnell. 15 Uhr. Okay, schön Upsmash. Yeah, nochmal Smash. Okay, schön Back Air. Dann haben wir den Paku Paku. Okay, oh yeah, der Back Air. Schick, Paku Paku. Komm schon, zeig uns was. Da, schon wieder. Ah, oh, diesmal war ich es. Der Taunted, ficken sie sich. Das ist übrigens der süßeste, coolste Taunt, glaube ich, im Spiel, ey. Ah, Pac-Man, ey. Ein guter Charakter. Aber ich hab's nicht drauf. Ich hab's einfach nicht drauf. Naja, egal. Sehen wir zu, dass wir den hier noch ganz schnell rausfeuern, weil das ist peinlich. Ja, danke schön, Dennis. Ich bedanke mich bei mir selbst. Sehr schön. Ach, war jetzt auch nicht so der Übel zu tun, Link, wie man gesehen hat. Also es gibt welche, die mich um einiges mehr nerven. Okay, who's next? Dr. Mario! Oder auch in dem Kostüm Dr. Mangalo. Oh yeah, he taunts, schick. Schicken Respekt und so. Hier, Frizzer Sherry. Ida Sherry. Ey, das ist meine, ja? Alles klar. Oh, die Grätsche. Muss ich jedes Mal an Street Fighter denken, ey. Mischka, ich hasse sie, ey. Okay, nochmal die Schick. Schön. Schön der. Okay, up air. Die Smashes. Den Grab. Down Grab. Okay. Down Throw, Down Grab. Da hat er Spaß dran, wa? Ja, das ist ein schickes Trampolin, ich weiß, ich weiß. Okay, no. Jabs, das ist mein Jab. Das ist mein Back Air. Ey, auf mein Trampolin zu benutzen. Das hätte übrigens auch schief gehen können, ey, dass ich da überhaupt noch ein weiteres rausgeholt habe. Holen konnte, wie auch immer. Wichser! Wichser! Dieser Wichser, hier, Sherry's for days, come on, grab und, oh, warum schon wieder einen Downigen? Ich hätte einen Backigen machen müssen, ey, wie ärgerlich, komm, renn rein. Ah, ärgerlich. Na, der hat gesessen, der tut weh, man, und, na, Scheißendreck, Alter. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ach, ohne Scheiß, ich stehe auf Sherry's, ey. That Sherry, come on. Jetzt, ah, warum gehe ich nicht hin und mache dann fucking Downbeat? Oh. Killt er mich? Kill ich ihn? Wer fliegt als erster? Das ist die Frage. Komm schon. Ich weiß echt nicht mehr, wie es ausging. Schön abgewartet. Hätte auch schief gehen können. Ich bin. Yeah!
geschickt. So muss das laufen. Ich bin halt auch echt nicht der übelste Pro. Nur um mich nochmal selbst zu denunzieren. Aber auch nett, dass er über mich springt. Ohne direkt reinzurennen. So. Also man hat sich auf jeden Fall respektiert. Ey. Das war ein schönes Match. Doch, nicht schlecht. Ich mag das so. Es gibt halt zu viele Assis. Das kann auch fies sein. Oh, der war scheiße. Der war ärgerlich. Nicht scheiße, der war ärgerlich. Sagen wir es so. Ey, ich kann auch echt ein Arsch sein zwischendurch. So, aber im Grunde hofft man doch immer, dass man vernünftige Leute trifft. Deswegen, je vernünftiger die Leute sind, die man trifft, umso schicker macht es das doch auch, oder? Man versucht es doch die ganze Zeit. Aber nicht, wenn man so jemanden wie Sonic hat, Alter. Das Gegner, ey, ich hasse den Kerl, Mann. Das ist... Ich mag den so absolut so... Oh, Link-Niveau. Sagen wir Link-Niveau? Weiß ich nicht. Aber der ist... Link reizt an mit seinen ganzen Projektilen, ja? Die ganzen Spammer. Ich finde... Pac-Man wollte ich schon sagen. Ich finde Sonic extrem schlimm, weil der einfach... Der, weiß ich nicht, der hat langweilige Attacken. So ungefähr alles, was er kann, ist, sich in fucking Ball zu verwandeln. Ich meine, ja, es ist Sonic. Das ist eben seine Sache. Spin Dash und... Keine Ahnung was. Homing Attack. Allen möglichen Shit. Oh, da, der Schlag. Immerhin, so, das ist... Oh, Styler! Damn! Seht ihr, das wollte ich zeigen. So, solche Sachen, das ist... Das macht Spaß. So ist Pac-Man. Und übrigens, das ist es auch... Oh, wie geil! Wie geil! Styler, man! Oh, man! Den disrespectigen Taunting, ey! Get wrecked, man! Get wrecked! Come on! Ah, da wollte er aber auch schön seine Griff-Kombi machen. Nee, nee, Alter, ich bin noch nicht raus. Fick dich. Am Arsch, Alter. He's mad, man. He's a fucking mad Hedgehog. Auf keinen Backthrow und komm schon. Ah. Er hat leider keinen vernünftigen Spike oder so. Man, nein, das war's. Schade, ärgerlich. Yeah, yeah, yeah. Fick dich, du eklige Asi. Da fällt mir jedes Mal ein. Ich muss die Scheißkonsole auf Englisch stellen. Sonic in Deutsch. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Englisch ist einiges cool. Immer. genau. Ich war dabei, Sonic down zu dissen, weil er die ganze Zeit nur als Kugel durch die Gegend rennt. So. Es ist auch so. Ich meine, sie bleiben Sonic treu, aber sie hätten eben so viel mehr noch machen und geben können, so damit es sich so ein bisschen anders, ja, so äußerlich abhebt. Das sieht nämlich einfach langweilig aus. Ja. Schade. Ich krieg's immer hin, mich damit zu killen. Ah. Ja, den brauchte ich. I fucking need that. Das ist so öde. Er rennt dann in diesen Grab rein, so. Aber er funktioniert halt nicht. Das ist ziemlich ärgerlich. Ich wünschte, sie hätten das bei Mega Man... Ach, bei Mega Man, Alter. Bei Pac-Man so gelassen. Und, wo ich eben noch so diesen geilen Shit gemacht habe, weil da... Die Leute versuchen meist immer hinzugehen und direkt den Hydranten anzugreifen. So, das ist eine Sache, die kann man sich mit Pac-Man mega zunutze machen, weil die Leute halt abgelenkt sind und man kann hingehen und die Leute damit schön ficken. So, das ist so seine Falle, die er damit aufbauen kann. Some traps. Oh, Dennis, Alter, jetzt schieb hier kein Beschissen. 136 zu 76. Fuck it. Auf keinen Sinn. Schön Back Air. Okay, nein, schade. Das ist gefährlich, wenn man damit auf die Fresse liegt. Ich glaube, man kann den auch nicht tappen, ey. Deswegen jetzt hier. Ja, genau, schlag den weg. Na, zu langsam. Pac-Man ist halt nicht der Schnellste. Ah! Gegen Sonic, Alter. Gegen fucking Sonic. Warum hab ich dieses Video hier mit reingetan? Das ist zum Kotzen. Ah ja, weil ich gestylt habe. Mir war der Style einfach wichtiger. Fuck you, Sonic! Fuck you! Seht ihr? Schon beim Zugucken alter Matches werde ich extrem anpissig. Gepistet. Fuck it. Okay, schauen wir, ob wir den Villager hier, den Bewohner, halt etwas weiter zurückdrängen können. Weil das pisst mich ja schon an. Okay, schicken Baum hat er da. Das ist toll. Versteckt sich auch schick dahinter. Alter, ich fall darauf nicht rein, ey. Hier, da. Zugrunde. Geh zugrunde. Geh nach Hause. Hör auf. Seht es euch an.
He's running! He's rolling! Rolling! Keep rolling, 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 man! Fuck you! Come on! Immer wieder den super süßen kurzen Smash. Gott, dass mich das getroffen hat. Ärgerlich. Ach, zu lange gewartet, dass mich das getroffen hat. Ah, wisst ihr, manchmal wird man einfach... Die Leute spielen scheiße, hat man das Gefühl. Man glaubt, man könnte sich einiges leisten. Dem ist meist leider nicht so. Und das ist ärgerlich. Oh, da habe ich es versucht. Gib mir das wieder. Gib mir das wieder, Alter. Ich will das. I fucking need it. Ah, der. Oh ja, toll. Gib her. Okay. Okay. Nein. Wichser. Ich muss mir aneignen, das mit dem Ausweichschritt zu umgehen. Ohne Scheiß. Man wird jedes Mal von dem Wasser weggedrängt. Wenn man einfach nur hingeht und einfach nur einen Sidestep macht, da kann man schon einiges bei rausholen. Yeah, schön abgewartet. Nicht zu schnell rein. Wenigstens das. Komm schon, wir reißen das noch. Yeah, flieg, Alter. Okay, scheiß auf deinen Baum, der schützt dich nicht, Alter. Tada, Taiko, Alter. Fuck you. So, I'm pissed. Oh, mein Grab ist etwas schneller als deiner. Schick, nichts da. Guck mal, kann ich hier noch ein bisschen stylen? Komm schon, Dennis. Style uns hier was. Vergangenheits-Dennis. Nein, Dennis fliegt raus. Schick, die Orange. Ah, eklig. Ist das Blinky? Ich kenne die Namen zwar irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, wer das ist. Inky, Blinky. Yeah, und Clyde. Scheiße. Jetzt mache ich mich damit schon wieder peinlich. Peinlich berührt hier. Ich berühre mich peinlich. Gott, laber ich heute eine Scheiße hier. Ist ja unglaublich, ey. Ist auch übrigens die vorerst... Ah, fuck you, du hast es durchschaut. Ist auch vorerst hier leider die letzte Folge erstmal bei Remastered für mich. Ich bereite momentan gerade meinen eigenen Channel noch vor. Und da stecke ich momentan ein bisschen mehr Zeit rein, um das alles so richtig vorzubereiten. Deswegen gab es auch in letzter Zeit keine Videos. Weil ich ehrlich bin, ich war ein bisschen sehr faul. Deswegen gab es da keine Videos. Aber werde ich den Channel hier nochmal... mit ein paar Let's Plays in Anführungsstrichen beglücken und werde ansonsten sehen, dass mein Channel halt so ein bisschen an Start geht. Ich will auch sehen noch, dass da der Link dazu unten mit in die Beschreibung reinkommt von meinem Kanal. Dürft ihr gerne immer mal wieder drauf schauen und den meinetwegen auch vorher schon mal abonnieren. Das erste, was ich euch bringen will, ist ein Battlefront Review. Ich hoffe, Das wird euch gefallen. Das war's dann erstmal hier mit Pakumano. Und ich wünsche euch einen Schamanten und bleibt mir gediegen und hauen sie!